So, willkommen zu Doom Level Map 12. Achso, ich sehe, die Slip muss noch die andere Datei umbenennen. Ist ja Wire Map 11, nicht Map 10. So, und dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal direkt los. Ich hoffe, mit der Aufnahme mit dem Auto stimmt soweit alles. Lord. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie schwer die Map überhaupt jetzt insgesamt ist. Ich weiß nur, erste Trick, den man machen kann, hier rein. Hier mal komplett durch und hier wieder raus. Damit hat man schon mal die meisten Gegner direkt erledigt. Also rausgelockt und damit dann kann man sie dann erledigen. Weil hinten, da drin sind nämlich eine ganze Menge Pinkies und wenn man da drinnen bleibt, dann kommt man auch sehr schnell in eine Art Falle, wo man nicht mehr so leicht raus kann. Und hier werden sie einem quasi wortwörtlich, ist ja Silber, auf einem Silbertablett serviert, wo man sie halt super leicht abknallen kann. Und da sieht man auch schon, wie viele Imps das sind. Und ja. Deswegen, der Raum ist halt eine schöne Falle. Blöde Spinne hier, Alter, was ist mit dir los? Bitte gehen, die gibt's nicht zu sehen. So. Noch mehr? Ja, das war's. Sehr schön. Ah, direkt wieder Nachschub an Munition. Okay. Oh, da hinten ist auch noch eine Spinne. Boah, Alter. Was? Alter, warum fünfmal schießen hier? Hat die Ammo an oder was? Scheiß dir, Rüstung hier. Du musst dreimal schießen, damit sie einmal stirbt. Was ist hier los? Achso, genau, hier geht es dann später hin. Das ist das Ziel. Nein, nicht ganz. Da kommt nur noch ein bisschen was, aber. So, dann habe ich das hier soweit erstmal alles. Was wir nochmal machen ist, wir gehen nochmal hier in das Dings, da rumst du rein. Ich weiß noch nicht, ob es da was Sinnvolles gab. Nee, da gab es nur Unsichtbarkeit. Ernsthaft? Ah, und ein bisschen Rüstung. Na gut, dann hat sich ja doch fast gelohnt. Nehmen wir einfach mal mit. Kann er nicht schaden hier. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal direkt. Was? Achso. Ja. Das ist wieder das Bescheuerte an Unsichtbarkeit. Ja. Na super. Das war ja perfekt jetzt mit Unsichtbarkeit. Na komm her. Oh Gott. Weil wie gesagt, ausweichen geht da ja nicht, weil die ja einfach random in deine Richtung ungefähr schießen. Und damit ist das Ausweichen mit Unsichtbarkeit noch schwieriger, was halt einfach absolut keinen Sinn macht. Das Einzige, wo Unsichtbarkeit hilft, ist, wenn man einen Hit-Warner hat. Ja, aber bei allen anderen Gegnern ist es halt einfach nur Bullshit. Da hast du mehr Nachteile als Vorteile oder hast du nur Nachteile quasi. Ne? Was war das gerade? Digga, klar, der schießt einfach direkt auf mich. Ne? Ich bin ja nur unsichtbar. Alles gut, alles gut. Kenn ich. Digga, warum trifft? Scheiß mal auf die Unsichtbarkeit.
So, und ich war endlich mal vorbei. Sehr schön. Hier kann ich auch endlich mal wieder anfangen, die Strategie zu spielen. Danke für die Hilfe. So, mein Freund, komm mal her. I like you. So, danke schön. Wie kann man noch auf die anderen rauf? Ich weiß, da. So, und jetzt so, und jetzt so, und jetzt. So. Oh, das war bereits voll. Sehr schön. Werden wir aber auch gleich brauchen. Digga, wie viel Leben hat? Wie viel wenig Leben? 100? Leck mich am Arsch. Yay. Das war gerade dumm. Ah, wird nur noch massig. Ja. Wisst ihr was? Geht ja noch schlechter. Oh, Mann. So, so. Ich möchte sterben. Oh, das geht nicht. Das Problem ist, wenn man teleportiert wird, kann man sich, nachdem man teleportiert ist, also wenn man schon an einem neuen Ort ist, sich für einen kurzen Moment nicht bewegen. Heißt also, man kann weder laufen noch sich drehen. Während die Imps aber einen direkt angreifen können. Und deswegen kann ich halt nicht, wo eigentlich wollte ich direkt, weil ich, wenn ich da rein teleportiert werde, bin ich ja quasi genau gegen eine Wand ausgerichtet, also gegen so eine Ecke ausgerichtet. Und was ich quasi versuche, ist mich um, ja, quasi um 45 Grad zu drehen, um gleich den ersten Imp zu attackieren. Aber es geht halt nicht, weil die mich schon direkt fertig machen, noch bevor ich den ersten Imp überhaupt erwischen kann. Das ist so dumm. Was nehmen wir denn da? Easy. Haben wir zwar auch 26 Leben verloren, aber besser als alles andere. Ist zwar für Imps eigentlich eine totale Verschwendung, aber wenn es halt nie anders geht, dann geht's halt nie anders. Da kann ich ja auch nichts für. Was war das? Ach, Lost Souls. Schreck mich nicht so. Ja, thanks. Giving. So, bauen wir euch. Gut, dann nehmen wir erstmal hier ein bisschen Vorlieb mit den Mancubis. Komm, wir kommen über den hier. So, dann räume ich erstmal auf, wobei ich gerade gar nicht weiß, was ich überhaupt alles gibt. Also hier zum Beispiel gab es auf jeden Fall eine BFG. Haben wir aber mittlerweile eigentlich relativ gut. Von daher weiß ich gerade gar nicht, was wir jetzt überhaupt alles brauchen. Hier war nur Kacke drin. Hier war sehr geil was drin. Eigentlich brauchen wir bloß die rote Karte, oder? Ne, die blaue Karte. Welche Karte brauchen wir, um den ins Ziel reinzukommen? Ach, keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall geht das mal hier weiter. Thanks. Warum sind die Viecher so fett? Leck mich doch am Arsch. Mann, die kennen ja jeden Weg.
Da gleich 6 Stück davon. Ach komm, leck mich. Doch klar, dann kommt es von hier. Von wo kommt der nächste? Meine Muni ist alle. Das gibt mir doch gar nicht. Her damit. So. Ach, das war nur 50er. Scheiße. Ah komm, krieg sie mal ein bisschen mit der Shotgun eingeheizt. So, easy. Okay. Thanks. So. What? Wie viel? Was ist denn hier? So, welche Farbe brauchten wir hier? Ach, wir kommen bereits rein. Lol. Ja, das geht natürlich nicht, weil es lame as fuck. Aber wir haben jetzt hier zum Glück ein bisschen von dem. Und wir können sie auch zum Glück ein bisschen anlocken, glaube ich. Ja, das war. Ich sollte mal erst auf meine Tür gucken und dann die Sachen einsammeln. So, die kommen gar nicht raus, oder? Ah, super. Das verspricht spaßig zu werden. Ja, wir rennen einfach mal im Kreis. Der ist wunderbar. Wir haben nur 30% Leben und ja. Und nur noch 5% Leben. Wir haben auch die Dinge, nee, ne? Aber war klar. Hier habe ich schon geklickt, oder? Ja.
Alter, alle dich hier alle mit 5% Leben. Ihr wollt doch verarschen. So, aber ich habe alle Schalter gedrückt, oder? Der ist gedrückt, die sind. Ja. Sind alle gedrückt. Das heißt, wir können direkt ins Ziel gehen. Aber ich will dann doch gerne noch ein bisschen Munition suchen. You need a red key. Hä, aber wo ist hier ein red key? Hier ist ja nichts von red key. Hä? Seit wann gibt es sowas wie ein red key? Gibt es irgendein Secret, von dem ich nichts weiß? Oder wie soll man hier an einem Red Key rankommen? Der macht halt original keinen Sinn. Kann natürlich sein, dass der Red Key hier irgendwo hinter diesen Leichen versteckt ist. Da sieht man ja immer wunderbar viel. Nee, das war, was auch immer das war kein Red Key. War wahrscheinlich Ammo. Auch nicht. Komm runter. Auch nicht. Alles, was ich verlange, ist Munition. Eine rote Karte, meinte ich doch. Hätte ich vergessen, ich gibt's nichts von roten Key. Na super. Das heißt, wir dürfen jetzt mit 5% die Map verlassen. Ernsthaft? Was zur Hölle stimmt nicht mit dieser Map? Na gut, das heißt, wir beginnen nächste Woche die nächste Map. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich speichere mal vorher. Ich glaube, es ist nämlich die nächste Map, die Downtown Map. Und da werden wir direkt von Anfang an erschossen, oder? Ah, nee. Doch, man könnte sich wirklich tatsächlich noch retten. Okay. Ja, dann, wie gesagt, ja. Nächste Woche heißt es dann also. Ab nach Downtown mit 5% Leben. Ja, das ist perfekt. Das ist geil. Das ist so Gott, Alter. Oh. Das heißt, das blaue Ding da brauchen wir ganz schnell. Nur leider kommen wir da nicht so schnell ran. Aber egal. Darum darf ich dann der Zukunftsronny Gedanken machen. Wir sind erstmal für diese Woche fein raus. ja. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V. Bis ja. Nächste Woche, beziehungsweise ab morgen halt mit My Test. Whatever. Ciao.